Eine zentrale strategische Frage ist heute, wie verläuft die Präsidentschaft von Donald J. Trump? Und wie könnte sie enden? Was machen Sie, wenn Sie die Zukunft nicht kennen? Sie entwickeln Szenarien. Szenarien sind keine Vorhersagen, im Gegenteil. Sie sind Bilder einer möglichen Zukunft, die per Definition unwahrscheinlich sind, weil sie so genau nie kommen werden. Szenarien bezeichnen die Ecken des Möglichkeitsraumes. Die zukünftige Wirklichkeit wird dann irgendwo zwischen diesen Szenarien liegen. Wenn Sie nicht wissen können, wie das Wetter wird in 4 Wochen, dann entwickeln Sie Szenarien. Szenarien von den möglichen Wettersituationen. Es könnte schneien, es könnte Sonnenschein geben, es könnte regnen, es könnte einen Sturm geben. Der Nutzen von Szenarien liegt darin, besser vorbereitet zu sein und weniger überrascht zu sein von der Zukunft. Schauen wir uns 6 Szenarien einer möglichen Zukunft der Trump-Präsidentschaft an. Szenario Nummer 1, American Berlusconi. Erinnern Sie sich noch an Silvio Berlusconi, den italienischen Ministerpräsidenten? Ein sehr reicher Mann, egozentrisch, narzisstisch, rücksichtslos, ein Ladykiller und ein leidenschaftlicher Lügner. Es ging ihm immer nur um ihn selbst. In gewisser Weise war er ja unterhaltsam. Er war ein Showstar. Seinem Land Italien hat er moralischen, politischen, finanziellen Schaden zugefügt. Aber es ruinierte Italien nicht und es schadete der Welt als Ganzer nicht besonders. So wie Berlusconi ist Donald Trump schon frustriert darüber, dass er nicht der unangezweifelte Chef der USA ist. Stattdessen hat er in einer funktionierenden Demokratie USA 324 Millionen Chefs. Donald Trump hat sich sein Leben lang als über dem Gesetz stehend erlebt. Ein Nein hat er nie gehört, niemals. Im Szenario American Berlusconi würde Trump die Mehrheit der US-Bevölkerung und der Welt enorm nerven. Die großen Medien wären weiterhin verzweifelt und außer sich. Es gäbe fast täglich große Proteste und Anti-Trump-Demonstrationen. Die großen Aufgaben aus dem Wahlkampf, die Wahlkampfversprechen, würden weitgehend unerledigt bleiben. Die Präsidentschaft würde als die bizarrste in der jüngeren Geschichte eingehen. Aber bald nach Trump würde ein neuer Präsident die schlimmsten Verwerfungen geheilt haben. Szenario Nummer 2. Trumponomics. Donald the Dealmaker Trump könnte, nur als Szenario, sehr erfolgreich werden. Einfach indem er Unternehmen dafür bezahlt, sie nötigt oder sogar erpresst, Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Massive Investitionen in die Infrastruktur wären eine zweite Strategie für mehr Jobs. Und im Zuge einer Selbstdeportation, wie Trump das nennt, würden frustrierte und eingeschüchterte Menschen ohne einwandfreies Aufenthaltsrecht die USA verlassen und offene Arbeitsstellen hinterlassen. Trump würde die Zahl der neuen Arbeitsplätze in seinen Reden natürlich mal eben schnell verdoppeln. Und seine Wähler würden ihm das glauben. Vieles von dem, was man bisher als gesunden volkswirtschaftlichen Verstand ansah, könnte für einige Jahre lang genau andersherum laufen. Ökonomen glauben nämlich, dass es Ländern gut tut, wenn sie gegenseitig ihre Stärken miteinander tauschen. Das sind nämlich die sogenannten komparativen Vorteile. Ein Land ist besser in einer Sache, das andere Land ist besser in der anderen. Man geht bisher davon aus, dass alle verlieren, wenn man versucht, den eigenen Markt zu schützen, wenn man also protektionistisch handelt. Aber was ist, wenn es einen Timelag gibt? Was ist, wenn diese schädlichen Folgen erst ein paar Jahre später eintreten? Dann sieht alles erst einmal sehr positiv aus. Dann könnte Trump tatsächlich als der harte, erfolgreiche Verhandler erscheinen, der er zu sein glaubt. Solch eine Strategie würde, wegen der Steuersenkungen, wahrscheinlich zu einer weiteren Explosion der Staatsschulden führen. Aber seine Anhänger würde das nicht kümmern, weil ihnen das erst in der Zukunft schadet. Und wir wissen, so ist der Mensch. Was in der Zukunft liegt, ist ihm immer weniger wert als das Hier und Jetzt. Es mag schwer vorzustellen sein, aber all diese neuen Jobs könnten Donald Trump sogar eine zweite Amtszeit bescheren. Die nationalistischen oder patriotischen Parteien anderer Länder würden auf die Trumponomics verweisen und möglicherweise stark an Popularität gewinnen und vielleicht sogar ausgesprochene Mehrheiten für nationalistische und patriotische Agenden. Szenario Nummer 3. Trumpeachment. Dieses Szenario ist am leichtesten zu denken. Es ist aber nicht so leicht wahrscheinlich. Mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat
Und im Senat, wo eine Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung nötig ist, müsste schon etwas sehr Großes passieren, um die Republikaner mit solcher Mehrheit gegen ihren Präsidenten stimmen zu lassen. Aber die nächsten Halbzeitwahlen sind ja schon 2018. Sie könnten das Kräfteverhältnis also zugunsten der Demokraten ändern. Noch nie wurde ein US-Präsident seines Amtes enthoben. Aber die USA hatten auch noch nie in der jüngeren Geschichte solch einen Präsidenten. Wie also kann es zu einer Amtsenthebung kommen? Geschichte Nummer 1. Ein Schwerverbrechen oder Staatsverrat im Amt. Oder ein drastischer Verfassungsverstoß. Etwa, wenn er dabei erwischt wird, Geschäfte für seine Firmen zu tätigen. Gemessen an dem, was bisher geschehen ist, ist das durchaus vorstellbar. Mit seinen Unternehmen und seinem Verhalten ist Donald Trump durchaus anfällig für solch ein Ereignis. Geschichte Nummer 2. Eindeutige Beweise dafür, dass jemand, beispielsweise die Russen, kompromittierendes und peinliches Video- und Audiomaterial über Trump haben, sodass sie ihn dazu bringen können, das zu tun, was sie wollen. Geschichte Nummer 3. Es könnte offensichtlich werden, sogar für seine eigene Partei, dass Donald J. Trump geistig ungeeignet für das Präsidentenamt der mächtigsten Nation der Erde ist oder wird. Über viele Monate haben Psychologen und Psychiater ausgesagt, dass der heutige Präsident, Donald J. Trump, an malignem Narzissmus leidet. Das macht ihn unfähig, rationale Entscheidungen zu treffen, selbst wenn existenzielle Gefahren zu bewältigen sind. Menschen mit malignem Narzissmus tun alles, um ihr Ego zu schützen, ganz ohne Rücksicht auf Kosten oder Opfer. Es geht ihnen immer nur darum, selbst sich wertvoll zu fühlen und selbst groß zu sein. Dafür tun sie alles. Geschichte Nummer 4. Nicht wirklich eine Amtsenthebung, aber Trump könnte sich praktisch selbst des Amtes entheben, also zurücktreten, weil er mit dem Stress und dem Chaos einfach nicht mehr klarkommt. Oder schlicht aus gesundheitlichen Gründen. Nach einer Amtsenthebung wäre Vizepräsident Mike Pence sofort Präsident. Und werden beide ihres Amtes enthoben, dann wird der Sprecher des Repräsentantenhauses, zurzeit Paul Ryan, Präsident. Wenn auch das Trump-Team geschasst wird, dann könnte das in einer relativ normalen republikanischen Präsidentschaft resultieren. Szenario Nummer 4. Trump in Peace. Donald Trump ist der älteste jemals zum Präsidenten der USA gewählte Mann. Allein aus Gründen der Vollständigkeit. Es ist denkbar, dass er seine Amtszeit nicht überlebt. Sei es durch Krankheit oder gar durch ein Attentat. Beides ist in der Geschichte schon mehrfach vorgekommen. Szenario Nummer 5. World Trumped on Fire. Was die Menschen rund um die Welt im Moment am meisten fürchten, ist, dass die Präsidentschaft von Donald Trump zu einem globalen militärischen Konflikt führt. Trump reizt und beleidigt Staatschefs in unglaublicher Zahl und Geschwindigkeit. Trump verstößt gegen alle erdenklichen Regeln der Diplomatie. Trump ist im Kalten Krieg mit 1,6 Milliarden Muslimen weltweit und versteht nicht, dass der Islam eine genauso friedliche Religion wie das Christentum ist. Damit gibt er Radikalen und Terroristen die Rechtfertigung, Massen an wütenden jungen Männern und Frauen anzuwerben, um die USA und den Westen als Ganzes anzugreifen. Das alles in einem schon vor Trump angespannten geopolitischen Umfeld. Es gibt so viele Lunten, die schon am kleinsten Ereignis sich entzünden können und zu einer Kettenreaktion führen können. Anscheinend will Donald Trump sein Team klein halten. Erfahrene Beamte und Experten im Regierungsapparat haben ihre Jobs verlassen oder mussten es tun. Die diplomatische Kapazität ist weitgehend zerstört. Das State Department ist praktisch leer an der Spitze. Schon ein einzelner Tweet kann manch emotional instabilen Führer am anderen Ende der Welt dazu bringen, seine Finger auf gefährliche Knöpfe zu legen. Ähnlich könnte ein zweiter 11. September das Trump-Team dazu bringen, zu glauben, dass ein Angriff auf eine große muslimische Nation eine gerechtfertigte Vergeltungsaktion ist. Von Steve Bannon wird berichtet, er sei fasziniert vom Krieg. Er hat sogar vorausgesagt, dass die USA in wenigen Jahren einen Krieg im südchinesischen Meer führen werden. Es gebe daran keinen Zweifel, so Bannon. Szenario Nummer 6. Trumpocracy. Trump und Autocracy. Lassen Sie uns vor dem Szenario zunächst einige Beobachtungen und Signale ansehen. Manche politische Berater vergleichen das Trump-Team mit einer Besatzung für ein Piratenschiff.
Im politischen Sinne wären Piraten diejenigen, die einen Staatsstreich verüben, das Land übernehmen und die traditionellen politischen Strukturen auswischen. Wie Trump und sein Team mit Fakten unter der Wahrheit umgehen, ist erstaunlich, um es vorsichtig zu sagen. Nur was für sie günstig und positiv ist, wird als Wirklichkeit akzeptiert. Die Medien und die Opposition sind nicht in der Lage, das aufzuhalten oder wenigstens zu ändern. Das Trump-Team ignoriert Normen. Steve Bannon wird als strategischer Berater ganz ohne politische Erfahrung Mitglied des Sicherheitsrates. Seit dessen Gründung wurden Politik und Sicherheit streng auseinandergehalten. Steve Bannon erklärt ausdrücklich, dass er den Staat zerstören will, das ganze Establishment zum Einsturz bringen will. Weitere Signale. Entscheidungen von globaler Tragweite werden von einer kleinen Gruppe praktisch ohne politischen Expertenrat getroffen. Behörden werden mit Knebelbefehlen kaltgestellt, damit sie keine wissenschaftlichen Tatsachen publizieren, wie etwa Daten zum Klimawandel. Es wird in astronomischer Geschwindigkeit gehandelt, wohl auch, um die Öffentlichkeit, die Opposition und die Medien zu ermüden. Die Gerichte werden mit unverfrorener Respektlosigkeit behandelt. Loyalität zum Leader Trump und nicht etwa Erfahrung ist die wichtigste Qualifikation, um im Trump-Team und im inneren Zirkel zu sein. Und bei all dem ist das Amt des Präsidenten in den letzten Jahren immer mächtiger gemacht worden. Und der Präsident kann per Gesetz keinen Interessenkonflikt haben. Er ist einfach davon ausgenommen. Und dennoch, 40% der Menschen in den USA, laut aktueller Statistik, unterstützen sein Handeln. Soweit die Beobachtungen und Signale. Schauen wir nun in das Szenario Trumpocracy rein. Autokraten brauchen Feinde, also machen sie sich welche. Behauptungen über Höchststände in Kriminalität und Terrorismus sind zwar nicht wahr, aber Menschen glauben sie und darauf kommt es an. Die Medien werden als parteiisch bezeichnet, sogar als Feinde des US-amerikanischen Volkes. Wie im Trumponomics-Szenario könnten Arbeitsplätze in Massen entstehen. Und ebenfalls wie im Trumponomics-Szenario könnten viele Menschen mit lateinamerikanischem oder muslimischem Hintergrund das Land und ihre Arbeitsplätze verlassen. Stichwort Selbstdeportation. Eine neue Partei des Volkes würde gegründet, der Millionen von sogenannten vergessenen Menschen, the forgotten people, beitreten. Und all jene, die nicht verlieren wollen und profitieren wollen von der neuen Ära. Blau und Rot als politische Farben würden durch Gold besiegt. Ein neues Medienkonsortium würde aufgebaut, um dem Volk die wirkliche Wahrheit zu sagen, immer direkt aus dem Munde des Trumpokraten und seines Teams. Im neuen Fernsehen und in den sozialen Medien würden begeisterte Trump-Wähler über ihre neuen Jobs und ihre neuen Häuser berichten, die durch das neue Trump-Wirtschaftsprogramm möglich wurden. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung würde das unterhaltsame Programm der Shows und die Posts als primäre Nachrichtenquelle konsumieren. Die Aktionäre dieses Medienkonsortiums wären Neulinge im Geschäft, die niemand so wirklich kennt. Der Präsident würde hunderte wohlgesonnene Richter im Bund und in den Staaten ernennen, das kann er schon heute. Die nationalen Sicherheitsbehörden würden sich dem Volk widmen, aus Sicherheitsgründen. Und irgendein Ereignis auf der Welt, jedes Ereignis auf der Welt, kann genutzt werden und als Begründung verwendet werden für noch härteres Durchgreifen. Forschungseinrichtungen zum Klimawandel und sozialen Problemen würden als nicht nützlich eingestuft und finanziell ausgetrocknet. Wer ein Unternehmen gründet, tut gut daran, den von Ivanka geführten Trump-MAGA-Fonds, also Make America Great Again-Fonds, an seinem Unternehmen zu beteiligen. Wie in Russland, Ungarn oder der Türkei müsste man sich ja nur um seine eigenen Sachen kümmern, um seinen eigenen Kram und man würde in Ruhe gelassen werden. Das Alltagsleben wäre also für die meisten Menschen nicht so sehr viel anders als heute, solange sie nicht auf Gerechtigkeit und Wahrheit bestehen. Mein Hemd ist mir näher als der Rock. Das könnte das pragmatische Motto sein. Es würde sich auszahlen, Teil des Trump-Phänomens zu sein und es würde nichts kosten, einfach zu schweigen. Jede Demonstration könnte zu einem Aufstand erklärt werden und Aufstände erfordern eine harte Hand der Regierung. Es würde eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, dass man aufpasst, was man in Mails und in Chats schreibt und öffentlich hörbar sagt. Man kann heute schon in eine für jeden öffentlich einsehbare Liste kommen, eine Liste der Sexualstraftäter, nur weil man in den Busch pinkelt.
Man ist dann lebenslang für jeden identifizierbar. Es gibt sogar eine App dafür. Ein ganz hübsches Werkzeug, um Menschen zum Schweigen zu bringen. Kalifornien würde den Kalexit machen, die Union verlassen, wie eine dortige Mehrheit der Bürger entscheidet. Russland und China würden sich aufgefordert fühlen, die Welt zu führen in eine postwestliche Weltordnung. Autokratische Führer weltweit würden von Trump lernen. Frankreich und Polen und viele andere würden der globalen Allianz sogenannter patriotischer Nationen beitreten. 2024 würde es als sehr offensichtliche Lösung erscheinen, dass Donald Trump Jr. Präsident wird, um das Erbe seines Vaters zu erhalten und auszubauen. Warum sollte Trump so handeln? Nun, weil es cool ist, uneingeschränkter Boss der USA zu sein. Mehr kann ein Mann wie Donald Trump nicht erreichen. Und weil es sich auszahlt, gute Geschäfte zu machen, die niemand mehr kontrolliert. Das waren sie, unsere 6 Trump-Szenarien. Nummer 1, American Berlusconi. Nummer 2, Trumponomics. Nummer 3, Trumpeachment. Nummer 4, Trump in Peace. Nummer 5, World Trumped on Fire. Und Nummer 6, Trumpocracy. Nun, was bedeuten diese Szenarien für Ihre Organisation, für Ihr Land, Ihr Unternehmen? Seien Sie weniger überrascht, bereiten Sie sich vor. Mögen Sie eine glänzende Zukunft haben.